Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sunday Weekly Push. Heute im neuen Format und mit dem Thema Kapieren ist besser als Kopieren. Wie viele von euch da draußen haben schon mal abgeschaut oder nachgeahmt? Zugegeben, beim einen oder anderen wird es schon einige Zeit her sein, doch lasst uns einfach mal zurück in unsere Schulzeit gehen. Da gab es doch die ein oder andere Situation, wo wir uns nicht anders zu helfen wussten, als einfach beim Nachbarn abzuspicken, um keine 5 oder 6 zu riskieren. Das ist eine ganz typische Reaktion von uns Menschen. Daran ist erstmal auch nichts weiter auszusetzen. Der Haken daran allerdings ist, auf der einen Seite lerne ich durch bloßes Abschauen nichts und auf der anderen Seite, ich verstehe den Sinn dahinter auch nicht. Schon Walter Rudin sagte, kopieren heißt noch lange nicht kapieren. Deswegen hier eine Preisfrage an euch. Was haben Mickey Mouse, Tina Turner, Muhammad Ali und Wolfgang Amadeus Mozart gemeinsam? Na? Sie alle sind unverwechselbar und einzigartig. Sie sind durch und durch Originale. Es gibt oder gab sie in ihrer Form nur ein einziges Mal und das ist auch der Grund für ihren grenzenlosen Erfolg. Deswegen mach dir das nächste Mal Gedanken, wenn du wieder einmal überlegst, irgendwas nachzuahmen oder einfach nur zu kopieren. Was kannst du besser, anders oder Neues machen als andere, um einen Mehrwert zu bieten? In diesem Zusammenhang habe ich wieder 3 Tipps für dich dabei. Erstens, positioniere dich eindeutig. Zweitens, Erfolg kommt durch Originalität. Und drittens, schaffe einen Nutzen. Beachte zukünftig also die 3 Punkte, um dich eindeutig zu positionieren und um weiterzukommen. Wenn du dich mal noch tiefer mit dem Thema beschäftigen möchtest, habe ich heute einen Buchtipp für dich dabei. Es ist von Paul Misar und heißt Einzigartig. Durch authentische Positionierung und Branding zum Erfolg. Du findest den Link auf meiner neuen Homepage unter der Rubrik Tipp der Woche. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei deiner persönlichen Positionierung. In diesem Sinne, denk immer dran, be real, be yourself. Ich wünsche allen einen einzigartigen und unverwechselbaren zweiten Advent. Ich bin Thomas Wirth und du bist ein Original. Ciao.